Der FC Bayern und Borussia Dortmund dominieren seit knapp 15 Jahren die Bundesliga und haben seit 2010 jeden Meistertitel gewonnen. Aber wie würden die beiden Vereine eigentlich in der besten Liga der Welt, der englischen Premier League, abschneiden? Und wie würde sich vor allem die Bundesliga ohne Bayern und den BVB entwickeln? Könnte Schalke vielleicht tatsächlich zum ersten Mal Meister werden? In diesem Video werden wir genau das herausfinden. Super. Ich habe daher jetzt sowohl den BVB als auch den FC Bayern in die Premier League gepackt und wir gucken, ob die Kader jetzt auch in der Premier League bestehen können. Let's go! Und ich habe auch direkt die erste Saison simuliert, Freunde. Dortmund auf Platz 5, das ist gar nicht schlecht mit 61 Punkten, aber die Bayern mit 78 Punkten doch weiter vorne. Und auf Platz 3. 3. Was ich euch aber bisher noch nicht gesagt habe, das war erst die erste von insgesamt 10 Saisons, die wir heute in diesem Experiment simulieren werden. Ziel des Videos ist es natürlich, mit Bayern und Dortmund so viele Titel wie möglich zu holen und am Ende auch herauszufinden, wer besser ist, der BVB oder der FC Bayern. Wir notieren uns also für Saison Nummer 1 Platz 5 und 61 Punkte für den BVB und Platz 3 und 78 Punkte für Bayern München. Jetzt bleibt noch die Frage, hat irgendwer von Ihnen den englischen Pokal gewonnen? Antwort: Nein. Dortmund hat dort in Runde 4 einfach zu Hause gegen Aston Villa verloren und der FC Bayern im Viertelfinale gegen den FC Chelsea. Werfen wir noch einen Blick auf die Torjägerliste. Oh, der FC Bayern, Gerard Moreno, ist Top-Torjäger in der Premier League mit 28 Toren. Oh, die haben eingekauft. Ja, und der beste BVB-Stürmer auf Platz 9, Sebastian Haller, mit 16 Treffern. Aber das bringt uns schon zum nächsten Punkt. Wie hat sich der Kader entwickelt? In der ersten Saison wird das noch unspannend sein, aber Gerard Moreno bei Bayern löst wahrscheinlich jetzt das Sturmproblem, das Lewandowski hinterlassen hat. Auf den anderen Positionen ist auch immer noch alles beim Alten. Einziger Neuzugang, Mikel Oyarzabal, 84er Rating. Ja, der schmeckt. Aber Holy Macaroni, der BVB, die haben ordentlich eingekauft. Daniel Carvajal, Gertruida, Elmas Kamada und Ciro Immobile, der war schon mal bei Dortmund, kommt zurück. Also die Transfers vom BVB sind ja ultra wild. Also auf den BVB darf man mit den Transfers in der nächsten Premier League Saison gespannt sein. Bundesliga gewinnt übrigens, ja, RB Leipzig. Yay. Na gut, aber Schalke hält da immerhin die Klasse. Yes. Gut, damit ist Saison Nummer 1 Geschichte und wir hören uns am Ende von Saison Nummer 2 wieder. Aber Freunde, davor noch ein kurzes Transfer-Update, denn es hat sich einiges getan. Die Bayern, Cancelo ist zurück zu Man City, Sané zu Man United gewechselt, aber jetzt die Kracher. Davis zum AC Mailand und Pavard zu Inter Mailand. Junge, Bayern, da müsst ihr Ersatz holen. Ja, das ist richtig. Oh, aber ich sehe schwarz für die Bayern, denn außer diesem Unai Núñez hier haben sie keinen guten Spieler verpflichtet. Naja gut, dann sind wir mal gespannt, was die Bayern rauszaubern. Wir hören uns am Saisonende wieder. So, da sind wir wieder. Guck mal auf die Premier League. Ich bin gespannt, ob sich die Bayern da irgendwie doch da verkackt haben. Die haben 100 Tore geschossen und 69 Punkte, sind wieder Dritter. Aber wo ist der BVB, Freunde? Wo ist der BVB? Auf Platz 10. 16 Niederlagen, nur 54 Punkte. Dortmund. Woran hat's gelegen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran es gelegen hat. Aber Real Talk, so eine Saison habe ich noch nicht gesehen. 16 Siege, 16 Niederlagen für Dortmund, 88 Tore. Und die ersten vier Mannschaften der Premier League haben einfach über 100 Tore geschossen. Das muss man erstmal realisieren. Wie sieht's im FA Cup aus? Wir haben die deutschen Mannschaften da abgeschnitten. Die Bayern im Finale. Tottenham gewinnt einen Titel. Also ab jetzt wird's richtig hart und realistisch. Ah, und der BVB ist im Viertelfinale an den Bayern gescheitert. Die haben den ersten Klassiker in diesem Video gewonnen. Stellt sich noch die Frage, wer hat die Bundesliga gewonnen? Antwort: Bayer Leverkusen. Vizekusen gewinnt den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte, glaube ich. Also da kann man schon mal klatschen. Ey, und ich glaube das nicht. Die Bayern haben auch eine Rupa Meccano an West Ham verkauft. Warum sind die noch so gut? Nee, im Ernst, Freunde. Die haben einfach keinen guten Ersatz geholt für die Innenverteidigung und hier Hassan Tombakti aus Saudi-Arabien, aber das ist einfach nur Schmuck. Und der BVB hat mit Davide Calabria, Gabriel und Giovanni Lo Celso meiner Meinung nach drei eigentlich sehr, sehr solide Transfers geholt. Aber die Saison trotzdem verkackt. Wobei, Sekunde, Kommando zurück, Dortmund hat ja Euroleague gespielt. Vielleicht die stehen da tatsächlich im Finale gegen Man United. Oh, das könnte der erste Titel werden. Und jetzt tatsächlich, oh nee, sie haben verloren. Der BVB hat es wieder mal verkackt. Und ich schätze mal, Bayern wird die Champions League auch nicht gewonnen haben. Nee, denn die gewinnt Leipzig. Bruder, ich muss sowas von los. Und ich sehe gerade, mit denen waren wir auch in der Gruppe. Aber das Ding ist, wir haben halt im Achtelfinale gegen den AC Mailand verloren. Saison Nummer 2 ist also durch. Weder Bayern noch Dortmund haben bisher einen Titel geholt. Aber das soll sich in Saison Nummer 3 ändern. Wir hören uns am Ende der Saison. Aber davor müssen wir am Deadline Day noch über den Kader sprechen. Denn die Bayern haben eingekauft. Florian Wirtz, richtig geiler Transfer. Molina ist auch okay. Lindelöf, den verstehe ich nicht so wirklich. Aber Bruno Fernandes, Junge, die Bayern, die wollen es wirklich wissen. Andererseits gibt es auch schmerzhafte Abgänge. Musiala zu Man City, Goretzka zu Atletico, Gnabry zu Juve. Junge, Junge, was ist hier los? Masraoui zu Man City. Und dann, ja, Neuer haben sie auch noch ablösefrei verloren. Also, Bayern,
das kann nicht gut gehen. Aber auch Dortmund hat gewaltig verkauft. Karim Adeyemi wechselt zu Atalanta Bergamo. Marco Reus geht zu RB Leipzig. Nico Schlotterbeck einfach zu Juventus Turin. Cavajal haben sie an die Spurs verkauft. Gertrude an Wolfsburg. Und last but not least Daichi Kamada einfach an Stade Rennes. Und als Ersatz hat man Trommelwirbel Alexander Isak als Stürmer wieder zurück nach Dortmund geholt. Und das war's. Ob das für den BVB aber reichen wird, um diese Saison vor den Bayern zu landen, wir finden's raus. Aber die Tabelle in FIFA ist wieder sowas von weird. Dortmund 66 Tore geschossen, die Bayern nur 65 und Man City 77. Wir erinnern uns, letzte Saison hatten die ersten vier Teams über 100 Tore. Gut, wir gucken der Vollständigkeit halber noch auf den FA Cup. Den hat der BVB gewonnen. Der BVB holt hier den ersten Titel in diesem Video. Und die Bayern haben hier einfach in Runde 4 zu Hause gegen die Wolves verloren. Und in der Champions League hat Bayern die Gruppe gewonnen, aber konnte dann auch nichts reißen und ist im Achtelfinale gegen Sporting Lissabon rausgeflogen. Transfertechnisch haben die Bayern ihren Stürmer Gerard Moreno an Lazio Rom verkauft. Und der BVB hat einerseits Ciro Immobile an Hoffenheim abgegeben und Niklas Süle an Liverpool. Junge Dortmund, ihr müsst eure besten Spieler auch mal halten. Oh, Sekunde, ich nehm's zurück, Freunde, denn der BVB hat sich in der Defensive verstärkt mit Kimpembe und Lenormand. Zwei Weltklasse-Innenverteidiger geholt und mit Szymański auch noch einen guten Mann fürs offensive Mittelfeld. Und die Bayern waren ein bisschen random unterwegs. Juan Foyth und Sascha Boy, dazu Aaron Wan-Bissaka und Philipp Kostic mit 32 Jahren. Ich verstehe die Transfers nicht. Die Bundesliga hat einen neuen Sieger, die TSG Hoffenheim knapp vor Leverkusen und Frankfurt. Und das finde ich jetzt mal richtig wild. Und Zwischenfazit nach drei Saisons. Bayern hat den besseren Kader als der BVB. Aber der BVB hat einen Titel und die Bayern noch null. Aber das kann sich jetzt ändern. Saison Nummer 4. Let's go. Saison Nummer 4 und der BVB hat am Transfermarkt attackiert und hat sich Diogo Dalot gekauft. Außerdem noch Kone von der Borussia aus Mönchengladbach und zum Abschluss noch Nikola Zalewski als Talent für die Flügelposition. Super Talent. Bei den Bayern hat sich nicht so viel getan. Velasco und Vitinha und das war's dann auch schon. Ganz ehrlich, eigentlich müsste der BVB jetzt mal vor den Bayern landen, aber die Bayern sind wieder auf Platz 3. Das ist schon unheimlich. Und Dortmund auf Platz 7. Aber die Bayern sind so nah dran, den ersten Premier League-Titel zu holen. 3 Punkte nur noch und irgendwann muss es doch jetzt mal klappen. Im FA Cup hat es auch fast geklappt, da sind sie erst im Halbfinale gegen Crystal Palace ausgeschieden und Borussia Dortmund im Viertelfinale gegen Man United. Und das glaube ich nicht, in der Champions League ist Bayern einfach hinter Augsburg und Barcelona. Wie ist Augsburg denn in die Champions League gekommen? Ja gut, die haben dann gegen Inter Mailand im Achtelfinale verloren, aber Augsburg in der Champions League, das fühle ich mies, Freunde. Hallo. Aber aufpassen, als Champions League Dritter sind wir in die Euroleague, die haben wir denn mit Bayern vielleicht gewonnen, was? Was? Pop. Der BVB gewinnt die Euroleague. Junge, ich wusste nicht mal, dass die qualifiziert waren. Tatsächlich, die waren in der Gruppenphase, wurden Gruppenzweiter und haben jetzt im Elferschießen gegen Monaco gewonnen und den zweiten Titel geholt. Die Bundesliga hat jetzt zum zweiten Mal RB Leipzig gewonnen, aber guckt euch von den Punkten mal an. Das ist spannend bis zum Schluss hier. Für uns zählt aber vor allem der neue Zwischenstand. Dortmund 2 Titel und die Bayern immer noch 0 Titel. Wir gehen rein in die 5. Saison. Und es gibt zum ersten Mal eine Überraschung, Freunde, denn die Bayern sind nicht auf Platz 3, sondern nur auf Platz 5 mit 68 Punkten. Der BVB auf Platz 8 mit 59 ist ein bisschen rangekommen. Der FA Cup hat leider Manchester City gewonnen, die haben im Halbfinale gegen den BVB gewonnen. Ja, und der FC Bayern hat einfach in Runde 3 zu Hause gegen Rochdale 4:2 verloren. Junge, die sind Letzter in der 4. Liga, das muss man realisieren. Dafür sind die Bayern aber in der Champions League immerhin ins Viertelfinale gekommen. Und Euroleague-Sieger BVB hat einfach gegen Sevilla in der Champions League verloren. Die waren einfach sauer, weil der BVB ihre heilige Europa League gewonnen hat. Und kadertechnisch hat sich bei den Bayern jetzt einiges getan. Einerseits Thiago Almada, stabil. Brahim, auch sehr, sehr stabiler Spieler. Solomon fürs linke Mittelfeld. Und Marc-André Ter Stegen, die neue Nummer 1 im Tor des FC Bayern. Apropos Torwart und Ausrasten, Freunde. Meine eigenen Torwart-Handschuhe sind jetzt verfügbar. Und die sehen nicht nur crazy aus, sondern haben auch crazy Grip. Der zweite Drop ist jetzt mit 250 Stück erhältlich. Na, du willst auch endlich die unhaltbaren Bälle halten? Dann hol dir jetzt den Hyper-Smile. Link ist unten in der Beschreibung. Dafür haben die Münchner Mikel Oyarzabal an Chelsea verloren und Kingsley Coman an Man City. Der tut richtig weh. Und bei Borussia Dortmund ist, wie ihr seht, eigentlich alles beim Alten geblieben. Und die Spieler sind richtig gut, die müssen einfach noch mehr reißen. Adam Chloschek und Benjamin Fuchs, der Jan Sommer Regen, sind neu dazugekommen. Junge, da muss doch was gehen. Und verkauft hat man diese Saison Julian Brandt an Sociedad und Ansgar Knauf an Real Betis. Und die Bundesliga hat jetzt zum dritten Mal RB Leipzig gewonnen. Glückwunsch. Wir haben jetzt Halbzeit, Freunde. Dortmund bisher 2 Titel gewonnen. Die Bayern immer noch 0 Titel. Und die Bundesliga hat 3-mal Leipzig gewonnen. 1-mal Leverkusen und 1-mal Hoffenheim. Yay, lauter Traditionsclubs. Oh Gott.
Und während wir hier Saison Nummer 6 simulieren, was meinst du, wer holt am Ende mehr Titel, der BVB oder der FC Bayern? Schreib jetzt entweder BVB oder FC Bayern unten in die Kommentare. Saison 6, Amigos, und es gibt eine Überraschung. Bayern und Dortmund, Platz 6 und 7, aber beide Mannschaften sind zum ersten Mal punktgleich. Dortmund kommt ran. In der Europa League hat es für den FC Bayern auch nur fürs Viertelfinale gereicht, auch wenn sie dann gegen Real Madrid verloren haben, die das Ding dann auch gewonnen haben. Und in der Conference League ist der BVB im Finale gestanden, hat aber gegen Napoli verloren. Junge, die hätten hier fast den dritten Titel klar gemacht. Und apropos Titel, der FC Bayern stand im FA Cup Halbfinale, hat im Elferschießen verloren und hätte fast das erste Finalticket gelöst. Oh, aber Dortmund, was ist da transfertechnisch los? Gefühlt alles weg. Elmas weg, Kimpembe zu Southampton, Kone zu PSG, Lenormand zu Lazio und dann auch noch Szymański zu Nizza. Aber gut, man war auch selber am Transfermarkt aktiv. Jack Clark, Harvey Elliott von Liverpool, Amit Juri, guter Stürmer und dann auch noch, und der ist richtig random, Niklas Süle einfach zurück nach Dortmund geholt. Und die Bayern konnten ihre besten Spiele eigentlich halten. Klar, Velasco ist zu Florenz und Sabitzer zu Mallorca, aber das juckt eigentlich niemanden. Und mit Tetze, Livakovic, Hudson-Odoi und Chiesa haben die Bayern auch 4 halbwegs stabile Transfers getätigt. Und ganz ehrlich, das müssen sie auch, denn schon langsam müssen die Bayern hier doch mal einen Titel gewinnen. Apropos Titel gewinnen, die Bundesliga gewinnt Hoffenheim punktgleich mit Leipzig wegen der besseren Tordifferenz und Leverkusen Frankfurt dahinter, einen Punkt nur dahinter. Die Bundesliga ist wieder so richtig spannend. Spannend wird auch Saison Nummer 7 und da gehen wir jetzt rein, Freunde. Oh, Freunde, wir haben den Machtwechsel. BVB Platz 3, 71 Punkte und die Bayern nur auf Platz 6 mit 67 Punkten. Die Borussia Dortmund ist auch jetzt vor den Bayern. Und ärgerlich, die sind wieder mal im FA Cup Halbfinale ausgeschieden. Das will heute einfach nicht klappen mit dem Titel. Oh mein Gott, die Bayern sind sogar im Achtelfinale der Euroleague ausgeschieden. Und das ist wirklich peinlich gegen Mittelland. Und das Schlimme, Schalke kam sogar ins Viertelfinale. Ich komme nicht mehr klar. Juri von Dortmund wurde mit 21 Toren fast Torschützenkönig, aber das wurde leider ein Spieler von West Brom, dem Verein, wo ich gerade Trainer bin. Und Lautaro Martinez ist beim FC Bayern. Da ist ein neuer Top-Transfer da. Ja, na klar, denn die Bayern haben verkauft, und zwar Thiago Almada und auch Brahim. Ah, und auch ihr Top-Talent Mathys Tel ist zu Saint-Étienne gewechselt. Ganz, ganz wilder Transfer. Und neu am Start sind Nordi Mukiele, Lautaro Martinez als neuer Top-Stürmer und Victor Fontaine, das ist irgendein Regen. Boah, und guck mal, der BVB hat hier einiges an Spielern verkauft, also da bin ich gespannt, wen die noch geholt haben. Ja, okay, einerseits diesen Andrew als neuen Torhüter, dann auch noch Hannes Wolf, aber eigentlich dürfte der Kader nicht so gut sein. Also zumindest nicht so gut, dass sie Dritter in der Premier League werden und auch vor den Bayern landen. Aber gut, sei es drum, die Bundesliga gewinnt zum 515. Mal RB Leipzig, aber Schalke ist schon langsam wieder eine Top-Mannschaft auf Platz 6. Und wir machen uns bereit für Saison Nummer 8 und ich sag's euch, die Bayern mit Lautaro Martinez gewinnen jetzt ihren ersten Titel. Antwort, nein, die Bayern gewinnen keinen Titel, werden Siebter und landen wieder hinter Dortmund. 2 Punkte, der BVB nimmt schön langsam wirklich Fahrt auf. Also klar, sie werden trotzdem nur Sechster, aber ich will hier noch irgendwie einen Premier League-Titel sehen heute. Also an Ter Stegen, De Ligt und Wirtz liegt schon mal nicht, denn die sind immer noch Teil des FC Bayern München. Rechtsverteidiger Molina haben sie jetzt aber an Watford verkauft. Kalle Motsnodoi wurde an Parma verkauft und Livakovic an Stuttgart. Und man hat auch nur 2 Spieler verpflichtet. Alfie de Wien mit einem 84er Rating und David Hanko mit einem 84er Rating. Ja, das hilft dir halt einfach nicht weiter. Und der BVB hat 3-mal eingekauft. Lorenzo Pellegrini, Luca Romero und Edmond Tapsobar. Gut, der und Romero sind ganz okay, aber Pellegrini, was wollen die mit dem Opa? Ach so, und Niklas Süle, den besten Verteidiger, haben sie mittlerweile wieder verkauft. Dieses Mal an Tottenham. Ihr seid so lost, Dortmund. Die Bundesliga hat vermutlich wieder Leipzig gewonnen. Nee, Leverkusen aber vor Stuttgart. Junge, Stuttgart könnte hier noch einen Titel holen. Da bin ich gespannt. Viel Zeit haben sie nicht mehr. Wir gehen jetzt in die vorletzte Saison und hören uns am Ende von Saison Nummer 9. Und Freunde, jetzt wird's sass. Denn Bayern und Dortmund sind wieder auf Platz 6 und 7. Und Dortmund hat wieder 63 Punkte. Bayern wieder 61. Das ist doch die gleiche Punkteanzahl wie in der letzten Saison. Was soll ich euch sagen? Den FA Cup hat... Dortmund gegen die Queen's Park Rangers und der BVB holt sich seinen dritten Titel in diesem Experiment. Das ist stark und der FC Bayern ist im Halbfinale an den Queen's Park Rangers gescheitert. Es soll heute einfach nicht sein für die Münchner. Das ist eine Schande. Die Bundesliga hat dieses Mal mit viel Abstand RB Leipzig gewonnen und Union Berlin als Zweiter, die haben auch noch nicht da oben gesehen. Und wisst ihr was, vor der letzten Saison gucken wir uns den Kader nicht an, das machen wir am Ende der Saison und springen jetzt straight ans Ende von der letzten Saison. So, Ende von Saison Nummer 10 und das hier ist also der abschließende Dortmund-Kader. Ja, Jimenez hat man noch geholt, der Sturm ist nicht gut, Mittelfeld auch nicht, Defensive eigentlich auch nicht und im Tor...
ist der BVB auch nicht gut aufgestellt. Und der FC Bayern, der ist da besser. Bakayoko hat man jetzt noch geholt und Šeško für den Sturm. Eben Xavier Thomas und dieser Plata, das sind gute, auch mit Wirtzen in 91er noch gehalten. Die Defensive, ja, da hat sich auch nicht mehr viel getan. Und im Tor hat man noch einen 40-jährigen Ter Stegen. Also eigentlich... Die Mannschaften sind so viel schlechter geworden, Freunde. Die Bundesliga haben in der letzten Saison die Wölfe aus Wolfsburg gewonnen. Immerhin sind wir da nochmal einen neuen Sieger. Und bevor wir auf die Premier League gucken, nochmal kurz einen Blick auf den FA Cup. Und der FC Bayern holt den Titel in der letzten Saison mit dem schwachen Kader. Die Bayern holen auch noch ihren Titel in diesem Video. Und wer weiß, vielleicht gewinnen sie ja jetzt noch die Premier League. Nein, die Spurs gewinnen. Dortmund wird Dritter und Bayern nur Siebter. Alter Schwede. Das beste Premier League-Ergebnis von Dortmund und Bayern war jeweils ein dritter Platz. Aber Dortmund hat 3 Titel geholt, die Bayern nur einen. Und der BVB hat in diesem Experiment daher besser abgeschnitten. Und das, Freunde, würde also passieren, wenn der BVB und Bayern in der Premier League spielen würden. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, wird dir auch das hier gefallen. Also hier klicken und gleich weiter gucken.